Eine Ausflugsfahrt auf dem Lago Maggiore endete für 4 Menschen tödlich. Das Schiff mit einer privaten Feiergesellschaft war bei Unwetter und starkem Wind gekentert. Nach einer nächtlichen Suchaktion mit Tauchern wurde die letzte Leiche heute früh geborgen. 20 Menschen überlebten das Unglück. Warum das Schiff trotz Unwetterwarnungen noch unterwegs war, ist bislang unbekannt. Der Lago Maggiore ist Italiens zweitgrößter See und ein beliebtes Urlaubsziel. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.